das Beste aus gleich zwei Welten vereint. Die DJI Mavic Air verbindet das kompakte Design der DJI Spark und die Kamera sowie die Flugsicherheit der DJI Mavic Pro. Wir gucken uns an, ob alles in diesem wunderschönen kleinen Gehäuse überhaupt Platz hat. Ab in die Luft! Die Mavic Air fällt vor allem durch ihr überarbeitetes und schlankes Design auf. Zusammengefaltet ist die neue von DJI kaum größer als ihre Schwester Spark. Und dabei ist sie gerade einmal 430 Gramm leicht. Der ideale Begleiter also. Ihre kleine Größe verkürzt allerdings auch die Flugzeit. Mit rund 21 Minuten fällt sie deutlich geringer aus als bei der Mavic Pro. Und auch bei der Reichweite müssen wir Abstriche machen. Da DJI die Kommunikation zwischen Drohne und Controller wieder über eine WLAN-basierte Lösung abwickelt, schrumpft die mögliche Reichweite auf 2 Kilometer. In Deutschland darf sich eine Drohne ohnehin nur in Sichtweite des Piloten bewegen. Die Mavic Air hat insgesamt 6 Sensoren im Gepäck, nun sogar auch am Heck der Drohne. Das sorgt für viel mehr Flugsicherheit. Dank APAS, dem Advanced Pilot Assisting System, generiert die Drohne dann ein 3D-Modell der Umgebung. So hält sie sich nicht nur von Hindernissen fern, sondern sucht sich auch selbstständig den sicheren Weg außen herum. Auch in Sachen Bildqualität beeindruckt die Mavic Air. Die 3-Achsen-stabilisierte Kamera liefert erstaunlich gute Videobilder. Sie zeichnet UHD mit 30 Bildern pro Sekunde auf, in Full HD sind sogar 120 Bilder pro Sekunde möglich. Beide Auflösungen bieten Datenraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. Für Standbilder stehen hingegen 12 Megapixel zur Verfügung. Im neuen S4-Modus fügt die Mavic Air automatisch 25 Einzelbilder zu einem 32 Megapixel Panoramafoto zusammen. Bei einem internen Speicher von 8 GB kein Problem. Zur Objektverfolgung via Active Track kommt am Ende noch eine verbesserte Gestensteuerung und ein beeindruckender Sportmodus. Dabei beschleunigt die Mavic Air ohne Hinderniserkennung auf bis zu 68 km/h. Die neue Mavic Air steht ab Ende Januar für knapp 850 Euro samt Controller und mitgelieferten Prop Guards in den Händlerregalen. Für Vielflieger bietet DJI wieder eine Fly More Combo. Hier gibt es zusätzliche Akkus, Ersatzpropeller und das praktische Ladehub für etwas über 1000 Euro. Ein richtiger Preis-Leistungstipp, insbesondere für Drohneneinsteiger.